Wir wollen aber auch in diesem Interview nochmal auf einen Kommentar eines Zuschauers eingehen. Und dieser bezog sich auf den sogenannten Vier-Jahres-Zyklus beim Bitcoin. In Summe ist dieser oder zielt dieser Kommentar darauf ab, dass möglicherweise die Rallye-Phase oder der Bullrun noch etwas länger gehen könnte, wenn man den Vier-Jahres-Zyklus des Bitcoins in Betracht zieht. Ist es so oder siehst du das anders? Das ist genauso, wie du es beschrieben hast. Der Vier-Jahres-Zyklus, die 4 spielt eine Rolle beim Halving. Alle 4 Jahre wird der Reward. Aber das ist mit der Frage nicht gemeint. Was mit der Frage gemeint ist, ist, man hat gesehen bei dem Zyklus von Top zu Top, und das war im Prinzip der Zyklus von 13 bis 17, das ist jetzt die Monatsdarstellung. Ein Balken ist ein Monat, das heißt, wir hatten 49 Balken. Das sind ziemlich genau 4 Jahre, 4 Jahreszyklus. In dem Zyklus hier vor waren wir bei 29 Balken. Streichen wir den mal und sagen, der ist ziemlich alt, der gilt nicht als Referenz. Dann kann man hier auf den nächsten Zyklus schauen. Und da scheiden sich jetzt an dieser Stelle die Geister. Ich persönlich glaube, und das hatten wir ja immer wieder gesagt, das waren die beiden Tops im Bitcoin. Für mich ist das erste Top das eigentliche Top. Und wenn man jetzt von Top zum ersten Top geht, hat man 40 Balken. Das sind keine 4 Jahre. In dem Moment, in dem man vom ersten Top zum zweiten Top geht, da kommt man wieder auf 47 Balken und dann ist man auf wiederum 4 Jahren. Warum habe ich das erste Top gewählt? Und das habe ich auch mehrfach in den Interviews immer wieder gesagt. Beim ersten Top sieht man allein anhand des Volumens, da war das Volumen, das hat den Markt nach oben getrieben. Beim zweiten Top, da hatten wir kein Volumen mehr. Aber was eigentlich noch viel aussagekräftiger ist und wonach ich mich auch gerne richte hinsichtlich der Granularität, ist das MACD-Histogramm. Beim MACD-Histogramm wird ein Trend aufgezeigt und die Stärke dieses Trends. Und wenn man sich das mal anschaut, bei diesem Top sieht man, wie das Histogramm grün nach oben ausschlägt und genau in der Spitze die Spitze markiert. Schaut man auf diese beiden Tops, sieht man, dass das MACD-Histogramm nicht beim zweiten Top ausschlägt, sondern beim ersten Top. Und beim zweiten Top schon auf dem Weg nach unten ist. Das ist der Grund für mich zu sagen, für mich zählt das erste Top. Und wenn ich vom ersten Top mal nur diese 40 Balken forttrage, dann komme ich genau dahin, wo ich hinkommen will. Nämlich in die Mitte des kommenden Jahres. Nämlich genau dann, wenn man hier sieht, wie sich bereits das nächste MACD-Histogramm nach oben aufbaut und wir noch genau 1, 2, 3, 4 Balken haben, bis wir zur Spitze kommen. Von daher glaube ich, dass diese Interpretation die richtige ist. Wir reden nicht von 4-Jahres-Zyklus. Ja, wir hatten den mal, aber die nächsten werden kürzer. Unter der Voraussetzung, dass ich mich irre, und wir auf diese 47 Balken weitere 48 Balken, also nochmal echte 4 Jahre draufschreiben, ist man dort, wo der Leser, der Zuschauer es auch antizipiert, nämlich Ende 25. Nur da sehe ich es nicht. Ich sehe es, und das ist eigentlich nochmal ein weiteres Beispiel, das belegt, warum wir hier in diesem Bereich Mitte nächsten Jahres den Peak erreicht haben werden. Der 4-Jahres-Zyklus, ich halte mich jetzt eigentlich so nicht dran, weil er kürzer ist, und das MACD-Histogramm und die Volumina zeigen eigentlich etwas anderes als 4 Jahre.